Hallo und herzlich willkommen am heutigen Freitag. Ja, es ist schon wieder Freitag, der 20. August. Und es ist wieder Zeit für den Andy, euch eine neue Folge zu präsentieren hier von der Kornbelt. Und wir sind ja auf Feld 49, wie ihr seht, das Spiel weiterlaufen lassen in der Zeit, wo ich gegessen habe, Mittag gegessen habe. Was habe ich noch alles gemacht? Ach genau, eine Runde geschlafen habe ich. Und hatte gedacht, ja, wenn ich dann wach werde, dann ist ja alles parat, da ist ja alles fertig. Ach Freunde, was soll ich sagen? Nichts ist hier. Was ist denn jetzt hier kaputt? So, der schafft es irgendwie nicht hier mal den Kurs hier aufzunehmen des Dreschers, beziehungsweise des Häckslers. Das ist ja kein Drescher. So, wir sollen vielleicht mal den Deckel aufmachen. Könnte er auch vielleicht mal ein bisschen hier häckeln, da reinhäckseln. So, sehr schön. Ja, ich bin also immer noch hier beschäftigt. Mittlerweile ist es etwas dunkler geworden. Es ist Nachmittag. Aha, er hat es jetzt erkannt. Wunderbar. Oh Gott, das kann ja jetzt schon wieder wahr sein. Jetzt geht das hier mit dem Auftanken auch los. Oh. So, und warum willst du jetzt hier nicht? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Was ist denn mit dir, das Problem? Du meintest jetzt hier bei 84% müsste Feierabend machen, oder was? Ja, das ist geil. Ich mache auch öfters mal Feierabend, ja. Auch ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Was? Er konnte keinen Pfad berechnen. Ja, ist es denn die Possibility? Das kann doch auch nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Wieso kann er hier keinen Pfad berechnen? Guck mal, da geht's da vom Feld runter. Guck mal, hier ist eine Feldausfahrt, du. Oh. So ein Honk hier, ey. Warte auf Ruf. Auf was für einen Ruf willst du warten? Du sollst fahren. Mein Gott, ey. Muss ich mir hier schon wieder eine Runde aufregen. Und ich sage es mal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit auch wieder nimmst, um dir hier ein Video von mir anzuschauen, wie ich mich hier wieder aufrege über die Autobahnfahrer. Dass die nichts machen, was man soll, was die sollen, sondern nur, was sie wollen. Also echt, ey, unglaublich. Was das Gerät muss... Oh, jetzt, Maria. Also der muss aufgetankt werden. Hier stehen sie auch, kreuz die quer. Was ist denn das jetzt für ein... Oh, alter Falter. Das ist aber der dringend aufgetankt werden muss. Da fährt wieso nichts mehr. So, habe ich hier irgendwo so ein Fahrzeug? Ne, habe ich hier gar nicht. Nee, muss ich mir hier erst noch zulegen. Hoffentlich haben wir auch Geld genug dafür. Nicht, dass wir das noch leasen müssen, das Fahrzeug. Wieso habe ich denn... Ah doch, hier ist er doch. Da ist er doch. Aber das ist hier nur der normale Pickup. Warum habe ich denn hier nicht den tollen... Oh. Was ist das denn? Warum habe ich den nicht? Ah, egal. So. Nehmen wir den. So. Kauf mal den. Auch gut. Dann werden wir mal hier das Dieselfässchen in die Kurve. Echt, ey, unglaublich hier. Diverses. Da haben wir doch hier unser Lizard. Trellerlei Dödel hier. So. Dann gehen wir eben schnell Sprit an der Tankstelle holen. Und ich war im Stream, den habe ich ja relativ schnell beendet, war ich euch auch noch was schuldig. Ja, der muss ja aufgefüllt werden, das ist auch ganz geil. Hat er nicht geschafft, hier das Feld zu Ende zu düngen, beziehungsweise anzupflanzen. Oh, Gott, 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 das müssen wir auch noch machen. Ja, wie aufregend hier das alles ist, echt, ey. Was ist hier los? Warum fährt der hier nicht? Achso, der fährt nicht weiter, weil der andere davor, oh, mein Gott, mein Gott. Aber immerhin, die sind ja fertig. Das ist ja schon mal geil. Dass das nicht 3 Stunden gedauert hat hier. Und das fällt hier zur Gruppe. Nein, stopp, stopp. Das war jetzt falsch. So, jetzt kann der auch weiterfahren. So, hier ist er doch. Ach, wunderbar. Ach, herrlich. So, fahren wir mal eben schnell mit dem jetzt hier in die Tankstelle. Ich fahre jetzt nicht bis zum Hof und wieder zurück. Da verfahre ich ja mehr Sprit als alles andere. Da kann ich auch die paar Euros hier mal in Kauf nehmen und mal eben schnell hier an der Tankstelle ein bisschen Diesel kaufen. Laufen, wir haben dafür noch Geld. Ach, hallo. Ja, fast 500.000. Also kein Problem, ey. Die Batterie regt sich denn auf, ey. Ach ja. So, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Jetzt habe ich gegessen, geschlafen. Jetzt kann ich auch wieder hier einen zum Besten raushauen. Denn wir haben Freitag. Heute gibt es ja auch wieder 2 Folgen. Ja. Heute Abend, 20 Uhr, gibt es die nächste Folge ja schon. Und dann ist ja bald schon wieder, ne? Samstag.
Dann gibt es mich auch wieder live. Wer also mag, dann auf der Marsch. Was? Serien 5000 hat der Ende der Trier. Achso, ja. Ah ja, stimmt. Da oben der. Ja, ja. Genau, da war ja was. So, jetzt habe ich... Und wie viel Geld habe ich jetzt ausgegeben? Ah, kommen die 3000 Euro. Mein Gott, ey. Da haben wir schon wesentlich mehr Sprit verkauft hier. Oh, das Ganze ist auch schon wieder drin, ja. Also, nächstes fahren wir wieder hier hin und dann ist gut. Oh, guck mal, jetzt kommt hier einer. Der will hier was abladen. Das ist doch schick. So, fahren wir jetzt hier rum, darum? Keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Wenn Andy mit dem Auto über das Feld fährt, dann wird's gefährlich. Denn dann muss der Andy immer aufpassen, dass er hier nicht über irgendwelche Hübelchen fährt. Aber mein Gott, ey, das Gelände ist ja auch, ey. Also man merkt das erst, wenn man mit dem Auto hier drüber fährt, wie ungleich der Boden ist. Ja, mein Gott, ey, guck mal, was das Ding wackelt. Das ist ein Wackeldackel. Uiuiui, mein Gott, oh, schlechte Federung hier drin in dem Auto. Alter, ihr fallt, ey. Aber mal ganz schlecht. Also Ford muss da mal ein bisschen was tun hier. Oder, nee, das Lizard hier, oder? Ist das nicht von der Auto? Ich war nicht. War das Ford oder nicht? Ford 2014. Ah ja. Alles gut. So. Aber die Häcksler, die brauchen halt echt unwahrscheinlich, was hier in Diesel brauchen. Echt. Die haben kaum was die macht, aber ne, hier schon Diesel verbraucht hier ohne Ende. Also wirklich. Das ist unglaublich, was die an Diesel fressen. Das sind ja richtige Dieselverschleuderer hier. So, gucken wir mal, hier durchpassen. Nee. Ah, ja, klar, man will ja nicht hier durchpassen. Weil der sich hier wieder so knorkenhaft hingestellt hat. Echt, ey. Du willst zum Silo Nord? Ja, warum fährst du dann nicht zum Silo Nord, du? Oh. Statt uns hier zu blockieren. Die ganze Zeit uns hier, ja, zu behindern hier. So, was macht der jetzt? Oh Gott, beste Welt, was macht der denn jetzt? Jetzt wartet er auf Ruf. Erst sagt er Silo Nord und jetzt sagt er, er wartet auf Ruf. Oh mein Gott, Alter. Kann er sich mal entscheiden, was er denn möchte? So, den füllen wir hier schon mal auf. Sehr schön. Ach, der andere muss auch aufgefüllt werden. Ja, ist es denn wahr, ey? Sag mal. Geht jetzt das hier los? Oh. Okay, so, den haben wir schon mal aufgefüllt. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal eben hier durch den Wald. Wir fahren durch den Wald. Ja, der Andy fährt durch den Wald. So. Gut, dass hier nicht so viele Bäume sind. Der Andy hier einen Weg durch den Wald gefunden hat. Oh mein Gott, da wächst schon das Gras schon auf den Schienen. Oh, yes, so yes. So, und wo haben wir jetzt hier unseren... der hat aber schon wesentlich mehr geschafft. Da muss ich mal sagen. Hier, der ist auch schon wesentlich fleißiger gewesen als der andere, na? Also hier fehlt ja schon mal eine ganze Ecke, Freunde. Alter Schwede. So, mal gucken, wo der ist hier, der Kollege. Der Kollege, der hier nach Sprit verlangt. Ich glaube, da vorne. Mein Gott, 20 nach 4 und schon so diesig hier. Yes, Maria. So, da ist er. Mal gucken, ob der dann jetzt für uns anhält. Platz haben wir hier genug, da wir hier hinpassen. So, stellen wir uns mal hier hin. Oh, mal gucken, ob er anhält. Der Kollege, ja. Alter, soll ich jetzt hier mitfahren oder was? Ist das jetzt wirklich dein Ernst hier oder was? Was machst du denn? Sag mal, bist du denn deppert oder was? Oh, jetzt fährt er noch über... Sag mal. Freunde, was soll ich denn dazu noch sagen, ey? Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich nur, was die machen, ey. Da fährt der einfach über mich drüber hier. Was ist denn das für ein Kollege, du? Einfach knallhart über mich drüber fahren. Sag mal, da schon wieder. Sag mal, hast du denn nicht mehr alle Tassen in der Birne oder was? Mein Gott. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt gibt er den noch nach oben, ey. Also, alter Falter, ey. Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt hat er den umgekippt. Oh. Echt, ey. Glaub's nicht?
Ja, na, na, na. Na, süß, geht doch. So. Und Tanker jetzt nochmal? Nö, ne? War ja klar. Hat er den ja da rausgerissen aus dem Tankvorgang? Oh, Mann, 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 Mann. So, lassen wir mal eben hier den Abfahrer hier entlassen. So, am nächsten Weg kommt, soll er gleich weitermachen. So, dann tanken wir mal auf. Hier ist ja nicht mal halb voll gewesen hier. Geht hier nicht rein. 1350 Liter. Viel zu klein. Viel zu klein. Der braucht ja mindestens 2000 Liter Tank. Hallo? Das war der hier schluckt, ey. Ich verbrauchte hier 60 Liter pro Stunde. Alter, das ist ja mal ein richtiger Fressack hier. Große Maschine, großer Hunger. Hui, hui, hui. Aber was für ein Hüngerchen der hat. Wenn der kleine Mann der Hunger kommt. Und das damit er so mal fünf. Ja. So, Seite rechts hat er erkannt. Ja, wunderbar. Und er macht weiter. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Das ist ja... Ach, Gott, 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 nee. Freunde, Freunde, Freunde. So, jetzt wollen wir den mal hier zurück zur Ranch schicken. Aber wir können ja hier nicht mit 120 hier... Also 100, ne, wäre ja so... So, am Feld soll er mal nur bitte 40 fahren. Muss ja nicht so hier durch die Gegend heizen, wie ich das tue. 40 reicht doch hier vollkommen aus. Und dann würde ich sagen, schickt man den mal zur Produktion Treibstoff, Rohöl, nee, ach, der soll nicht abladen, der soll laden, hallo, was mache ich denn hier, Beladepunkt, da ist es doch, Treibstoffflüssigkeit. Hat er gefunden, ach, guck mal, der Auto findet er ganz schnell, zack, zack, ein schneller Propeller. So, mal gucken, wo wir die jetzt noch drüber jagen müssen, stopp, halt. Keiner verlässt den Saal hier. So. Was haben die denn da oben noch zu tun? Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt bald vorspulen, glaube ich. Nee, glaube ich, 18. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, dann müssen sie mal eben schnell über Feld 8 noch drüber donnern. Würde ich sagen. Aber guck mal. Also hier haben die wesentlich sauberer gearbeitet als hier. Wo der eine da gearbeitet. Also hier fällt eins mal mega. Also hier haben sie nur ein paar. Aber hier ist er mal mega schlecht gearbeitet. Also, da muss ich mal sagen. Das war nicht so sauber. Gucken wir nochmal, was haben wir hier für Einstellungen drin? Ja, anheben spät, absenken früh. Das sieht doch mal aus. Lenkart beibehalten. Das ist, ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Ich weiß nicht. So, Moment. Wir gehen mal eben in den anderen. Ich glaube, mit dem anderen haben wir generiert. Kann das sein? Mit dem hier. So. Gehen wir eben schnell hier auf die Kurse-Generierung. So, hier haben wir Field 8. Da haben wir doch. So, und er soll hier aufhören. Genau, er soll da aufhören. So, okay. So, zwei Geräte. Wunderbar. So, zack. Ach, guck mal. Geht er ratzfatz hier. Machen wir eben hier speichern. F08 Gruber. Grob. 18 cm. Hat der kleine Räter. So. Gut. So, gucken wir mal. Curseplay Feld 8. Da haben wir es doch. Sehr schön. Und go. Das sieht doch hier schon mal hervorragend aus. So. Dann gehen wir hier hin. So. So, Moment, das haben wir doch hier erledigt. Das können wir mal hier reintun. Da wird hingehört. Wollen wir hier ein bisschen aufräumen, ein bisschen Ordnung hier schaffen. Ordnung. Ordnung ist nicht das halbe, sondern das ganze Leben. Weil, ne, der Spruch ist irgendwie verkehrt. Ordnung ist das halbe Leben. Nein, ist nicht das halbe, ist das ganze Leben. Du musst immer Ordnung halten. Und wer dir was anderes erzählt, der lügt. So, Feld 65 direkt Cut. So, da können wir mal löschen. So, 65 Watt ist Häcksel, 9 Meter, okay. Eieiei. Grünex, eieiei. So, Feld 34, eieiei. Achso.
neu aufmachen. So, Feld 34. Da haben wir noch jemand. Feld 34. Hatten wir nicht eben einen losgeschickt, der oben auf Feld 11 sehen sollte? Wo ist der eigentlich abgeblieben? Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Da muss ich aber nochmal nachgucken. Wo denn der Kollege abgeblieben ist? Der fährt auch. Ja, der hat hier Missing Kalk. Er hat Missing Kalk, no Kalk. Wo ist das Problem? Keine Wasser, keine Service. Was ist das Problem? Da hat er kein Wasser mehr. Daher kommen keine Kalk mehr. Warum kommen hier keine Wasser mehr an? Was ist das denn? Was ist das denn? Habe ich das hier nicht in Wasserverteilung mit eingebunden? Andy. Was hast du denn hier wieder gemacht? So, wo sind jetzt hier alle Kollegen hier? So, jetzt steht er hier unten, aber kein Fahrer ist da, oder was? Jetzt stehen die alle da. Ja, sag mal, was ist denn das, also, das ist ja mal hier. So, der steht hier. Und wozu steht der jetzt hier? Oh, Alter, das ist mir mal hier ein bisschen spanisch hier. So. Komm, wir nehmen den jetzt mal hier. Kann ja nicht sein, dass der hier so ein Theater hier auf dem Feld macht. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Gott, da ist auch irgendwelcher Tank leer. Mein Gott, alles leer hier. Kosten sie richtig Geld hier. Echt. Oh, sorry. Habe ich ein bisschen viel Schwung mitgenommen. So. Aber ist doch kein Problem. Kann man locker entspannt hier daneben fahren. Wenn ich da mal auch die richtige Taste treffen würde. So, jetzt aber. Oh, 27 Grad haben wir. Das ist doch geil. 18 Grad Bodentemperatur. 27 Grad Lufttemperatur. Das für den Winter ist doch echt mega nice. Also, wollen wir mehr, oder? Ach, warum war mir das jetzt wieder so klar, dass das passt? Mann! So. Fahren wir ein Stück weiter vor. Fahren wir hier ein Stück zur Seite. So, also jetzt bist du voll. Also wenn du jetzt nicht kapierst, wo du hinfahren musst, dann weiß ich auch nicht mehr. Ah. Hat er jetzt kapiert. Sehr schön. So, was mit dir hier? Du scheinst dich auch irgendwie nicht berufen zu fühlen, irgendwo hinzufahren, ne? Mein Gott, ey, alles wollen wir selber machen. Echt. Naja. So ist das, Freunde. So ist das. Und nicht anders. Jetzt weiß ich, was ich heute vergessen habe. Ja, Alter, ey. Also erstmal versinke ich hier gleich wieder. Ich sehe das schon. Wenn ich wieder versunken in den Abgründen der Kornwelt, hätte ich mal gesagt. So, jetzt sieht man auch ein bisschen was anderes von mir. Aber ich bin ja unwichtig, ich bin ja nicht die Hauptattraktion, denn das Spiel ist ja die Hauptattraktion hier. Das Spiel, also das, was hier um mich herum ist. So. Ja, also statt im Winter in den Forst zu gehen. Mann, wie hier grün häckseln. Gucken wir, wenn ich hier noch ein bisschen Autodive-Kurse aufnehme. Mal gucken. Hab jetzt noch. Was haben wir jetzt? Boah, wir haben schon 20 vor 8 mittlerweile. So, das heißt.
Die Folge geht noch ein paar Minuten. Dann haben wir 8. Dann haben wir 9. Ja, bis 22 Uhr. Mal gucken, ob ich dann die anderen 2 Stunden Autodorfkurse aufnehme. Und die Keilsilos mal einfahre. Das wäre dann eher das Gräschen dann mal da in die Keilsilos einlagern können. Scheint im Moment unsere Haupteinnahmequelle jetzt zu sein. So, jetzt ist er weg von dem. Ich bin mal gespannt, ob er deine Au verlasse fällt. Ja, er hat es erkannt. Er hat seine Mission erkannt. Das ist super, Freunde. So, hier haben wir Ranch. Ja, das ist schön. So. Ah, hier geht es auch weiter. Das ist ja schon mal schön. So, der ist hier weiter. Keinen Bildschirm abholen. Okay. Ist auch mal interessant. So. Was ist hier los? Wieso hat er jetzt Diesel hier getankt? Hallo? Warum hast du hier Diesel drinne? Hä? Na ja, auch mal witzig. Wieso ist denn jetzt hier Diesel drinne? Ach, du ahnst nicht. Ich geh kaputt hier eigentlich. So, Flüssigkeit. Ah ja, so, können wir den Diesel hier hinbringen. Warum hat der Diesel geladen? Verstehe nicht. Ah ja, okay. Aber ich sehe schon, der braucht Diesel. Das ist mit Sicherheit der Grund, warum der Hänger Diesel getankt hat, nicht der vorne, der Traktor. Ist ja total unwichtig. Der Traktor Diesel braucht. Dann können wir erstmal einen Diesel tanken. Ja. Eine Runde Diesel, bitte. Ja, mit den Autodrive-Kursen war ich ja etwas sparsam, wie ihr seht. Für mich selber habe ich das nicht so schön gemacht. Einfach ein paar Patschen, ein paar Pünktchen und erwartet. Außer hier, ja, habe ich auch nicht gemacht. Aber es funktioniert ja. Ja, ist ja alles gut. So, einmal hier rum, bitte. Vielleicht sollten wir nochmal eben schnell nochmal reparieren. Ist zwar eigentlich alles noch so weit im grünen Bereich, aber naja. So, ja, nicht vergessen, jetzt gleich bei Feld 11 zu gucken. Fällt mir gerade mal ein. Was will er denn jetzt mit Treibstoffproduktion? Hallo? Ach, weil der hier mit dem Arsch in dem Trigger hier steht, oder was? Der steht doch gar nicht da drin. Ne, hat er nämlich gar nicht. Sie müssen das Gerät jetzt auffüllen, ja, das ist mir klar, dass ich das Gerät auffüllen muss. Hat das Auto keine Kollision hier vorne? Oh, das ist auch mal nicht schlecht. Das ist ja mal nicht schlecht. Was ist das denn? Wie Erbefüllung starten? Hä? Welche Befüllung soll er denn starten? Was ist denn jetzt befüllt worden? Ach, der hier. Ah, das ist schon mal schick. So, der ist also schon mal befüllt worden. Das ist auch schon mal wunderbar hier. Das ist schon mal wunderbar hier. Das heißt, da haben wir dann jetzt ja auch einen, der dann immer bereit ist, dahin zu fahren, wo Not ist. Wir kennen das ja schon. Aus dem anderen Milliarden-Challenge-Projekt, da haben wir ja auch das Problem. Ach, da fehlt einer Tank. Ich bin mal gespannt. Also hier steht jetzt auf einmal nicht, er hat keinen Harnstoff gefunden. Das ist ja schon mal gut. So,
So, würde ich sagen, stellen wir den schon mal hier hin. So, das läuft hier. So. Aber wer ist denn jetzt tanken gefahren? Ach, ich weiß wer. Alles klar. Achso, den müssen wir auch noch auffüllen. So, dann wollen wir mal gucken. Moment. Wer hat schon noch einen losgeschickt auf Feld 11? Der ist immer nicht angekommen. Was ist das denn? Was ist der denn abgeblieben? Alter, kann ja nicht wahr sein hier. So. Jetzt hat man hier irgendwo einen, der. So, Dünger Saatgut brauchte. Jetzt wollen wir eben schnell gucken, ob wir hier noch einen Kollegen haben. Mit einem Doppelkammersystem. Ist jetzt hier ein Doppelkammer oder einfacher? Ich weiß es nicht. Mal nachgucken. So, eben schnell gucken. Der Doppler einfach hat. Ich hoffe doppelt. Und wer besser? Könnte ich den Wackel eigentlich umkonfigurieren? Müsste eigentlich gehen. Ich weiß nicht. Werden wir jetzt gleich herausfinden, weil, ne? Jetzt haben wir ja eine Werkstatt wieder hier im Hof. Da können wir mal wieder ein bisschen selber basteln, ja? So, machen wir den Deckel schon mal auf. Ah, hier ist schon beides drin. Ach, das ist wunderbar, ey. Ha! Drei lacht hier. So, guck mal. 46.000 Liter schon vorne, 46.000 Liter schon hinten. Ab aufs Feld. Ab zur Seemaschine hochgefüllt. Ja. Los geht's hier. Weil ist irgendwann am Grillen. Ja, das Fenster ja auf. Ich riech das. Oh. Krieg schon wieder Hunger. Oh. Wenn der kleine Hunger kommt. Man kann ich sagen, ich habe einen gesegneten Appetit, wirklich. So, ach, das habe ich auch noch nicht geändert. Ja, ich muss da der Autodrive-Kurs ändern. So, wo steht denn jetzt die Seemaschine? Mit Sicherheit genau am anderen Ende vom Feld, wa? Oh, nee. Ist da wohl jetzt nicht wahr, oder? Moment, bevor wir jetzt in die falsche Richtung fahren. Also hier ist er auf jeden Fall schon mal abgebogen. Das sehen wir ja schon mal. Ach, er steht da hinten in der Ecke. Okay. Schon mal richtige Richtung. Das war dann doch schon mal die richtige Richtung. Würde ich sagen. So, ne? Freunde. Richtige Richtung. Ja. Ah, er hat da schon ein bisschen zu ziehen. Also. Ah, der frisst aber auch mal hier, ey. 100 Liter. 102, 103, 104. Boah, Alter, ey. Das sind auch alles mal Schluckspechte hier. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen weniger, okay. Ach, hier ist auch schon Unkraut drauf. Mein Gott, ey. Kann ja nicht sein, ey. Kaum mit Pflanzen schon Unkraut drauf. Ja, ist er dann wahr? Oh, Unkraut. Hoffentlich haben wir hier nur einen Pflanzenschutz, Freunde. Pflanzenschutz. Und wenn wir Pflanzenschutz hier drüber jagen. Eieieiei. Das gibt dann Spaß. Aber ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich sehe gar nichts. So diesig. Wir fahren Richtung Süden, oder? Warum blendet mich denn die Sonne aus Süden, wenn wir später mal noch weiter sind? Ein bisschen komisch, ja? Aber gut, kann ja in Amerika ein bisschen anders sein.
So. Da vorne ist das E-Maschinchen. Sehr schön. Da steht es. In aller Grazie. Und Schönheit. Da steht es. Und wartet. Und wartet. Auf uns. Den Bur, damit es befüllt wird. So, und als erstes brauchen wir Dünger, ne? Dünger. Also müssen wir die hintere Kammer nehmen. Das hintere Kämmerchen. Ja. Aber hier so runter, damit wir nicht zu viel verlieren. So, hintere Kammer, X. Sehr schön. Ah, guck mal da, da geht doch. Ja, wunderbar. Haha. Sieht ja gut aus. So, springen wir eben hier in den Traktor hier rein. Wie sieht's aus mit Dünger? Ah, gleich voll hier. Oder auch nicht. Nee, immer nicht voll. Da muss man mal noch mal überlegen. Also, das ist ja schlecht. So, das heißt, jetzt müssen wir nächste Abdeckung öffnen. So, okay. So, dann machen wir wieder nach hinten zum Traktörchen. Und dann müssen wir die Vorderkammer nehmen. So, Vorderkammer. Ein bisschen hier nach vorne fahren. Ah, guck mal da. Da ist doch wunderbar. So. Uiuiui. Uiuiui. So. Ist auch nicht voll. Ja. Alter, ey, Falter. Also, da haben wir ja mal. Da haben wir ja mal ein Ding gebaut. Da brauchst du ja Riesendinger für, um dir aufzufüllen. So. Fahren wir mal ein Stück zurück, weil, ne? Ich sehe hier, das ist schon ein ganzes Stück weiter hier gefahren. Der Kollege hier. Oh. Na gut. Geht nicht. So. Dann gehen wir hier drauf. So. Und abfahren. Und abmarsch. Dann machen wir hier alles zu hier. Oh, wunderbar. So, und dann fahren wir doch bitte mal zum. Da kann man fahren wir eben selber hin. So, hier vorne ist eine Weg, eine Weg. Warum ist denn hier keine. Oh, was ist da stehen? Das sind auch noch die ersten Versuche hier, die Autodrive-Kurse hier aufzunehmen. Auch noch mal hier an den neuen Standard anpassen. Ja. Da ist es schon. Sehr interessant. Ja, wer den Stream oder die Folge von Mittwoch nicht gesehen hat, also wer sich hier behauptet, dass die Karte hier flach ist, der hat sich aber gewaltig geirrt. Also hier sind Steigungen und Neigungen drin. Ja, auch hier geht es wieder runter und dann geht es hier gleich direkt wieder rauf. Also flach ist anders, Freunde. Also hier geht es auch, ne? Immer wieder mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. So ist das hier. Der Weg ist weit bis zur Ranch. Da vorne sehen wir schon eine kleine Windmühle. Also kann es so weit nicht mehr sein. Jetzt kommen die ersten Bäume hinzu, die ersten Gebäude. Aus der Produktion werden sichtbar. Es kommen immer mehr Bäume auf uns zu. Oh.
Bald sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Obwohl, hier vorne haben wir ja richtig Kahlschlag gemacht. Also da werden jetzt, glaube ich, keine Bäume mehr hin. Ah, da kommen doch noch ein paar. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch, da kommt noch der eine oder andere. Wir wollen jetzt mal nicht so übertragen. Oh mein Gott, der staubt aber ja auch ganz schön. Ja, ja, ja. So. Staubi Kopernikus. So. Oh, wir gucken. Da wollen wir doch direkt mal hier gucken. Haben wir hier vorne direkt die Dünger-Saatgutproduktion. So, dann müssen wir mal den Abfahrer hier zur Feldelf hier finden. Also das ist ja mal ein bisschen merkwürdig. Wo ist denn der Kollege abgeblieben? So, das ist der nächste Trichter hier. Halt, hallo, 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 langsam. So, hier vorne hatten wir Saatgut drin, jawohl. Machen wir mal wieder hier rein. So, fahren wir hier nochmal vor. Zack. Und hier mal dann Dünger rein. Da haben wir hier noch von, aber. Dann stellen wir den auch mal hier vorne so hin. Willst du mehr? Park ihn quer. So, gehen wir mal eben hier hin. So, laden wir eben kurz die Palette hier auf. Dann war ich euch noch eins schuldig. Und das bleibe ich euch auch weiter schuldig. Weil ich sehe gerade, ihr habt die Folge schon wieder mächtig überzogen. Ja. Ich sage danke für alle, die wieder von Anfang bis Ende zugeschaut haben. Ja, gleich 20 Uhr geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn er auch mal bei meinen zahlreichen anderen Videos mal reinschaut, vorbeischaut, da mal einen Kommentar da lasst, vielleicht auch ein Däumchen da lasst, wenn es euch gefällt. Wäre super. Ansonsten sehen wir uns um 20 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.